spielt auch nicht lange, will den Punkt so schnell wie möglich machen. Oh. Doch schon ganz weit drüben auf der Rückhandseite. Würde mich nicht wundern, wenn der Schlager das Service dann einmal. Schmutenko vielleicht einen Fehler macht, aber den macht er nicht. Jetzt wieder guter Angriff, Schlager. Im Laufenden halten, wie es da steht. Noch einmal. Aber der Punkt. Oh, mit Oberschnitt, viel Risiko, zwar er. Wieder hervorragendes Service. Dessen Rand der Tischplatte geht. Viel Druck. Ah, sehr schöne Rückhand, Arbeit von. Oh, schade, Idee gut, Schlag. Schade, schade, schade. Zwei Aufschläge abge. Was für ein Block und dann. Die braucht er gar nicht. 11 zu 5. Ah, wieder stark serviert. Der war gut, war nicht. Au. Nicht ganz optimale Aufschläge erlauben, jetzt muss er punkten. Noch einmal das gleiche Service mit mehr Unterschnitt diesmal. Ja, starker Rückschlag. So. Toller Angriff von Schmutenko, aber Werner Schlager blockt hervor. Schade. Oh. Ja, und das hat. Muss jetzt eine Schaufel zulegen. Ja. Guter Angriff. Nein. Ja. Wieder sehr stark serviert mit viel.
Der ist fit, der ist schnell, der Ball. Der macht Druck. Der war nicht mehr dran. Ja, und da ist es. Es passiert nicht. 11:4. Jaroslav Schmutenko schmeißt Werner Schlager aus dem Bewerb. 11:5, 9:11, 9:11, 11:5, 12:10, 6:11, 4:11 aus der Sicht von Werner Schlager. Die Nummer 1 bei den Damen ist draußen, Liu Jia. Die Nummer 1 bei den Herren ist draußen aus österreichischer Sicht, Werner Schlager. Schade, die positive Nachricht von der Ja, das hätten sich Österreichs Tischtennis-Fans natürlich anders vorgestellt, Werner Schlager. Es hat nicht geklappt. Gibt es da schon ein erstes Resümee, warum nicht? Ja, sicherlich gibt es es. Ich habe speziell im zweiten Satz große Chance habe ich auslassen. Und ich darf ich normalerweise nicht vergeigen. So. Das Hauptproblem war, dass er ein sehr sicherer Spieler ist und den Ball mit guter Qualität immer wieder am Tisch bringt. Und das, was eben die so gute Spieler wie ihn von mir unterscheiden normalerweise, ist das, dass ich noch ein Stückchen drauflegen kann. Und das konnte ich heute einfach nicht mehr. Und das war, weil er einfach körperlich viel zu müde war. Man hat das gesehen, dann im Speziellen nach dem vierten Satz ist die Brust einfach ausgegangen. Und wenn der Körper nicht mehr kann, dann ist der Kopf leider auch nicht mehr so da. Und das eine ergibt das andere und er hat nachher wirklich super gespielt. Er hat natürlich seine Chance gerochen und die hat er nachher auch sehr gut für sich nützen können. Sie haben das veränderte Service angesprochen. Das ist jetzt nicht ganz so zum Tragen gekommen. Ja, unserer Erachtens waren zu wenige Eigenpunkte beim Aufschlag. In den ersten Sätzen war es noch relativ gut. Eben deswegen wäre es gut gewesen, wenn ich da die Chancen wenigstens auch für mich noch nutzen hätte können, außerhalb des Service. Aber in den folgenden Sätzen nachher hat er wesentlich besser retourniert. Er hat mir eigentlich auf meine Vorhand-Service, Vorhand-Variation, hat er wenig Eigenfehler gemacht, hat auch die Bälle mit besserer Qualität retour gespielt. Und ich glaube, das hat das Match entschieden, speziell in den letzten Sätzen, weil seine Qualität im Rückschlag einfach viel, viel besser drauf war. Und er hat natürlich schon gesehen, dass ich nicht mehr so schnell bin am Tisch und hat nachher seine Lunte gerochen und hat dann auch seine Chancen nutzen können. Natürlich haben Sie sich diese Dienstreise hier ganz anders vorgestellt. Ja, ganz anders vorgestellt. Ich habe mein Bestes gegeben, mehr war heute einfach nicht drinnen. Es ist nicht wirklich enttäuschend für mich, weil ich spiele schon so viele Jahre jetzt in den Zirkus, dass ich weiß, dass die Formkurve deswegen Formkurve heißt, weil es eine Kurve ist. Das heißt, es geht auf und ab. Ja. Und ich habe die letzten zwei Monate eigentlich auf extrem hohem Level spielen können und es war eigentlich für mich nur eine Frage der Zeit, wann der Einbruch kommt und er ist halt gerade heute gekommen. Heute am Abend auch durch die extra Belastung, weil der Tag schon extrem lang war. Und das erste Match hat eine Spielverzögerung gegeben und wenn man noch eine Stunde lang in der Halle ist, ist es auch nicht so optimal für die Vorbereitung. Aber okay, es sind lauter so Kleinigkeiten, ja, und die Summe, die macht es dann aus. Und nach dem Spiel hat es schon wieder ein Lächeln gegeben, als die Familie angetreten ist. Werner Schlager, danke trotzdem, alles Gute.